Hi Fans, willkommen zurück. Ich hab's euch gesagt, jetzt kommt die Folge, die ich überhaupt nicht mag, denn wir müssen wieder mal mit Rosehip fahren und ihrem Crusader MK3. An inch away from the cliff's edge. Heißt also, wir müssen diese beknackte Klippenmap fahren. Alpin. Wir haben keinerlei Gegner, also es ist schon mal gut, dass wir nichts abschießen müssen. Hier haben wir weder, also ich glaube, hier ist eigentlich unser eigenes Gefährt wieder unser größter Gegner. Ich meine, die Girls und Panzer angeguckt haben, wissen es. Hier haben wir größtenteils eigentlich ein Problem mit Ding. Mit dem eigenen Fahrzeug. Oh Gott. Leute, ich mag eigentlich nicht, aber okay. Wir probieren es mal auf normal. Vielleicht haben wir da wenigstens genügend Zeit, dass wir öfters mal bremsen können. Es geht schon los. Wir haben 10 Minuten und ich habe eher die Gefahr, dass ich wieder irgendwo in der Abgrund stürze mit dem Panzer. So, und hier geht er noch halbwegs. Alles klar. Hallo? Lass doch mal los, ich will doch auch. Also dieser Panzer lässt sich nicht mal gerade ausfahren. Okay, scheiß jetzt auf die Bokos. Die Bokos will ich jetzt nicht. Ich habe keinen Bock auf Bokos. Okay. Aber geh doch mal geradeaus. I can go anytime, aber nicht mal geradeaus. Was nützt mir die Geschwindigkeit in diesem Panzer, wenn es sich nicht beherrschen lässt? Ah, komm jetzt, das gibt's doch nicht. Selbst auf normal ist die Gefahr, runterzufallen, das Größte. Und ich glaube jetzt, wir haben wenigstens auf normal genügend Zeit, dass wir die Bokos abfarmen können, dass wir wenigstens überhaupt was erreichen. Also, forward! Ich fahre geradeaus und der Panzer lenkt halt massiv rechts, warum auch immer. Und wenn du dann links lenken willst, dann kommt gleich wieder sowas. So, eigentlich fahre ich jetzt am besten hier so rechts, so, und dann bis er automatisch wieder mit dem runterrutscht. So, hier ist jetzt wieder. Gott, ich sag's euch, das ist. Rosehip, das ist. Wie kann man so einen Scheißpanzer in dieses Spiel bringen, hey? Hey,
Ja genau, jetzt mache ich noch die Special Ability, dass der Panzer noch schneller wird. Wenn er wenigstens ein bisschen kontrollierbarer wäre, was will ich mit einem schnellen Panzer, der eh schon noch, der dann nochmal schneller wird, wenn man ihn nicht kontrollieren kann. Alter, dieses... Alter, guck mal, wie schnell der ausbricht, das ist ja... Ich lenk geradeaus, oder ich will geradeaus und der Panzer fährt erstmal rechts. Das ist... Das macht ja immer der Schlenker, der ist... Bukode! Ja, hier rum, ganz vorsichtig jetzt, mit nochmal... Wird nochmal runterfallen hier. Der Panzer macht so viele Schlenker, hey. Ich habe auch schon mal in die Tankgarage probiert, ob man irgendwie, wenn man hier 5 Leute reinsetzt, die alle die Maneuverability stabilisieren, aber das bringt bei dem Panzer nichts. Der ist so unbeherrschbar. Du kannst hier 3 Charaktere reinsetzen, die voll Ding haben. Und er lässt sich halt trotzdem nicht lenken, weißt du? Rechts. Nicht zu weit rechts. Langsam, da kommt nochmal ein Ding. Da kommt nochmal eine Kurve. Ja, langsam. So, jetzt geradeaus, geradeaus, ein bisschen links, nicht zu weit links, jetzt wieder ein bisschen rechts, jetzt wieder langsam. Alter, das ist... Dieser Panzer ist einfach nur Hölle! Ich müsste nicht anhalten, wenn man das Ding korrekt lenken könnte, verdammt! Okay, hier kann ich wenigstens wieder runterfallen, das ist halt so schlimm. Er schlägt halt trotzdem Haken wie sonst was. Wie kann ich nicht hochfahren? Ist ja wohl lustig. So, ich meine, hier ist jetzt... Können wir nochmal die Limiter rauslassen, dass wir nochmal schneller werden. Aber Hauptsache halt gut, ja. Jetzt kommt es nochmal. Also 5 Minuten kriegen wir das hin. Okay. Also Match Duration 4 Minuten 38. So, damit wir das mal kurz angucken. Also 4 Minuten 38. Oh Gott. Was wird da aus meinem Hals rauskommt heute Abend? Wenn wir also auf Silber 5 Minuten haben, sehe ich jetzt noch kein Problem, dass wir es nicht schaffen sollten. Wenn wir jetzt auf Gold, so wie beim anderen Rosehip Level, 3 Minuten haben, dann wird es wieder unschaffbar. Also zumindest für mich. Also da muss ja irgendwie so ein Hardcore-Japaner da ankommen, der das Ding mit verbundenen Augen, so wie sie ihre Rubik's Cubes als machen. Also. So. Support Card Black Forest Peak Tank Commander. Okay, und 3-mal Verzierung. Wir schreiben den 22.04. Ich gucke nebenbei immer noch dem Pizmeet Golf Turnier zu. Die haben jetzt mittlerweile 27.172 Zuschauer und spielen jetzt seit 3 Stunden Minigolf. Okay, also an inch away from the cliffs, an inch away from the cliffs edges. Wollte jetzt habe ich in meinem Kopf habe ich gerade Wörter verdreht. Ihr glaubt es nicht. In hard. Wir probieren's.
ルールは特別なものとなっているから注意してね。それでは試合を始めます。 5 Minuten. Könnte man hinkriegen. Fängt schon wieder gut an. Wenn man nur ganz kleine Lenkbewegungen macht. Ja, aber es haut nicht immer hin. Also ich lasse jetzt die Fokus sein und versuche mich wirklich aus. Ja. Habt ihr das gesehen? Ich wollte nur da hochfahren und ein Panzer rutscht und dann rutscht er einfach von der Straße. Alter. Der Panzer war eh schon am Rutschen, weißt du? Und du kannst ja auch nicht mal noch Ding. Nicht mal. Hallo? Hallo? OBS? Hallo? Guckt euch das an! Jetzt rutscht meine Kamera auch noch! Was ist das wieder für ein Scheiß? So, jetzt sind aber, oder? Bleibt alles so? Ich glaube, es bleibt so. Bewegt sich nichts mehr? Nee, okay. Keine Ahnung. Also, keine Ahnung, was da jetzt auf einmal wieder. Was da jetzt auf einmal wieder. Hat's Ladekabel auf irgendeinem. Oder hat's Ladekabel vom Controller auf irgendeinem. Auf irgendeinem Knopf aufgelegt? Ich habe jetzt nicht geschaut, aber. Mann, ist das ein Scheiß. Okay. Wir probieren es nochmal. Alter, dieses Ding ist. Dieser Panzer aus der Hölle, hey. Was war das jetzt für ein Ding? Ich hab die ganze Zeit nur gerade ausgelenkt und er macht hier noch so ein 360 am Berg, ey. Das ist doch 180 halt, okay? Voll aus. Darüber diskutiere ich jetzt nicht. Ich will jetzt nur dieses. So. Ah, da war's schon wieder, weißt du? Ich lenk nur gerade aus und er macht schon auf einmal schon wieder so einen Schlenker nach links. Da schon wieder. Es kann doch nicht sein, dass ich das Ding so dermaßen nur vom Untergrund beeinflussen lässt. Und da kann ich jetzt wieder gar nicht hochfahren. Hallo? An was für Steigungen das Ding hängen bleibt, ist ja komisch. Alter, wenn du auf jedem kleinen Untergrund hier so hängen bleibst. Nein, das war schon wieder zu weit links. Alter, dieser Panzer! Nein! Nicht so wieder runterfallen. Bleib auf Kurs, auf Kurs bleiben.
Ja, genau sowas fehlt mir jetzt noch. Oh, na, 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 oh, ihr Alter. Setz mich halt noch direkt im Abgrund zurück, du blödes Spiel. Links, rechts, links, links, wieder rechts, anhalten, Richtung. Und dann muss hier natürlich eine blöde Alpha-Wand sein, gell? Die hat er jetzt so schön drüber gekommen, aber nein. So, hier ist jetzt wieder gut, hier kann ich wenigstens wieder runterfallen. So, wieder Alpha-Wand. So. Nochmal Alpha ran. Wenn man mal Speed drauf hat und nicht mehr die Richtung ändern will, dann geht's ja einigermaßen. Dann ist ja gut. Jetzt zieht wieder nach links. Und komm, das schaffen wir. 4 Minuten 10. So, ich habe die Bokus außer Acht gelassen. Wir haben es in 4 Minuten und 8 Sekunden geschafft. Wir haben einmal Crew Oshida gekommen. So, und ich versuch's jetzt noch einmal in Extrem. Und ich weiß genau, wenn wir jetzt ein Zeitlimit von 4 Minuten kriegen, dann könnten wir es noch einigermaßen schaffen. Wir haben es jetzt in 4 Minuten 8 geschafft. Also bei 4 Minuten würde ich jetzt sagen, das ist noch durchaus machbar. Wenn ich jetzt nur wieder 3 Minuten kriege, wie bei der anderen Map. Gut, bei der anderen Map konnte man wenigstens nicht runterfallen. Da war es noch ein bisschen anders. Aber wenn ich jetzt hier auch nur 3 Minuten kriege, dann probiere ich es jetzt einmal und dann sage ich gleich, ne. Nein, 3 Minuten. Okay, alles klar, vergiss es. 3 Minuten schaffe ich niemals. Also wie aus dem FF muss man diesen Panzer bitte beherrschen? Damit man diese Mission in 3 Minuten schafft. Aber wobei jetzt auf einmal. Alter, und dann ist da auch noch so ein Ding, weißt du? Okay, das. Ja, okay, nein. Wisst ihr was? Absolut nein. Einfach nur nein. Nein, 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 nein. 3 Minuten. 3 Minuten mit diesem scheiß Panzer. Auf dieser scheiß Map. Nein, vergiss es. Ich versuch's gar kein zweites Mal mehr. Ciao, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde.